Jetzt lebt Bushido in Dubai und was in Deutschland passiert, interessiert ihn nicht mehr wirklich. Sein Leben nimmt eine ganz andere Wendung und so wie es ist, passt es ihm sehr gut. Trotzdem hat er noch eine Menge zu erzählen, denn gemeinsam mit seinem Kumpel Peter Rossberg startet er einen Podcast und spricht über das, was Capital zum Beispiel getan hat. Er wirft ihm vor, mit der Polizei zu arbeiten, um gegen Ashraf Rammo vorzugehen, denn Capi möchte nicht mehr mit seinem Ex-Manager zusammenarbeiten. Außerdem nervt es ihn, dass damals Capital öffentlich gesagt hat, was zwischen Bushido und der Polizei läuft. Im Interview mit der FAZ sagt der Berliner Rapper, dass er mit der Polizei nie wirklich kooperiert hat. Aber auch Arafat, Ali Boumaier und Flair werden zum Thema. Laut Bushido haben sie Millionen Schulden. Er wird auf jeden Fall komplett auspacken gegen die ganze Gruppe. Es wird also spannend, was Bushido zu erzählen hat.